Hallo und willkommen zu diesem Screencast von ZB Med. Mein Name ist Rabea und in diesem Video zeige ich dir einen Einstieg in die Unix Shell, also wie du mit der Kommandozeile arbeiten kannst. Für die Inhalte nutze ich eine offene Bildungsressource von den Carpentries. Wenn ihr noch nicht wisst, wer die Carpentries sind, dazu haben wir auch mal ein Video gemacht, da könnt ihr gerne vorher mal vorbeischauen. Genau, ich werde die Lesson Library Carpentry, the Unix Shell, hier vorführen. Und dabei könnt ihr einen Einblick bekommen dazu, was die Shell überhaupt ist, wie ihr euch darin bewegen könnt, also durch euer File-System navigieren könnt, wie ihr mit euren Dateien arbeiten könnt und mit euren Ordnern, auch wie ihr sie erstellen könnt. Dann schauen wir uns noch an, wie wir Prozesse automatisieren können in der Kommandozeile mit sogenannten Loops. Und wir schauen uns noch an, wie wir Daten auswerten können mit der Shell. Genau, hier gibt es auch noch eine Episode Working with Free Text. Falls ihr das auch noch sehen wollt nach diesem Video, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare. Dann gibt es vielleicht noch einen Teil 2. Okay, wir werden alle Episoden in diesem Video bearbeiten. Ihr findet auch die Timeline in diesem Video. Dann könnt ihr zu den verschiedenen Abschnitten springen. Jetzt geht's los, würde ich sagen. Holt euch einen Kaffee, ein Getränk und dann geht's los mit dem Setting. Also erstmal, was brauchen wir für diese Lesson? Und dazu sind wir auch schon auf der richtigen Seite. Ihr findet die Installationshinweise auch auf dieser Seite. Die verlinke ich euch in der Infobox. Wir brauchen einmal ein Terminal. Auf Linux und Mac müsst ihr das gar nicht installieren, das habt ihr ja schon. Ich bin auch gerade auf Linux. Falls ihr Windows-User seid, dann empfehle ich euch einmal Git Bash zu installieren. Git Bash ist eine Shell, in der ihr auch Unix-Shell-Befehle nutzen könnt, so wie ich. Und dabei kommt direkt noch ein Tool mit, das sich Git nennt. Dazu gibt es auch einen Screencast. Git ist ein Tool für die Versionskontrolle. Und wenn euch das auch interessiert, dann könnt ihr dort auch gerne vorbeischauen. Genau, aber für diese Lektion braucht ihr auch einmal Git Bash. Ihr könnt das Ganze auf dieser Seite downloaden, auf git4windows.org. Und während der Installation habt ihr einige Checkboxes anzukreuzen. Die könnt ihr aber auch alle so lassen, wie sie ja, in der Standardeinstellung sind. Und wenn ihr das Ganze installiert habt und Git Bash einmal startet, dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Bei mir wird das Ganze etwas anders aussehen, trotzdem könnt ihr genau die gleichen Befehle durchführen und das Ganze mit mir mittippen. Okay, neben dem Terminal brauchen wir noch ein Datenpaket, das findet ihr auch auf dieser Seite, nämlich diese shell-lesson-zip-Datei. Die könnt ihr einmal downloaden und auf eurem Desktop entpacken und das Ganze sieht dann so aus. Also in diesem Ordner sind verschiedene Dateien, die wir später auch mal brauchen werden bzw. uns anschauen werden. Wenn ihr dann alles habt, dann seid ihr ready und wir können loslegen. Falls irgendwas mal nicht bei euch funktioniert, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben und wir finden zusammen eine Lösung. Und genau, macht gerne auch jeden Schritt mit mir mit in eurem Terminal und dann geht's los. Der erste Punkt ist hier ja, was ist die Shell? Die Shell ist ein Tool, das wir nutzen können auf unserem System. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir zum einen einen Kernel haben in unserem Rechner, der verantwortlich ist für unsere Hardware. Das heißt, wenn ich einmal die Taste E drücke, dann erscheint ein E auf meinem Bildschirm und dafür ist der Kernel verantwortlich. Und die Shell ist für Software verantwortlich. Also Kernel ist für die Hardware und Shell ist für Software. Also mit der Shell kann ich Programme ausführen und so weiter. Das Terminal ist so eine Shell und das öffne ich jetzt einmal. Auf Linux sieht das ungefähr so aus. Ihr werdet sehen, dass ich hier schon Dinge vorkonfiguriert habe. Auf Linux habt ihr auch als Standardeinstellung die Bash-Shell. Es gibt verschiedene Shells unter Mac, zum Beispiel ZSH
Und das ist auch die Shell, die ich hier nutze. Aber kommt alles zum gleichen Ergebnis, hat verschiedene Feature. Aber im Prinzip können wir hier genau die gleichen Kommandos durchführen. Falls ihr auf Linux seid und eure Shell verändern wollt, dann könnt ihr das zum einen hier unter Preferences machen. Ich habe hier verschiedene Voreinstellungen für meine Shell. Zum Beispiel möchte ich jetzt, dass der Hintergrund weiß ist und die Schrift schwarz. Also ich wähle mal hier meine normale Shell aus. Ihr seht auch, dass ich hier das Ganze etwas transparent gestaltet habe. Wir können uns mal anschauen, wie das aussieht, wenn ich die Shell neu öffne. Genau, also dann sieht man meinen Hintergrund so ein bisschen durch. Für die Session hier schalte ich das mal aus. Genau, damit wir alle besser sehen, was ich tippe. Okay. Dann öffnet auch gerne eure Shell und dann geht's los. Okay, wenn du deine Shell geöffnet hast, dann, wie gesagt, sieht das Ganze vielleicht etwas anders aus, vor allem unter Windows, aber das macht nichts. Wir sollten aber alle dieses Dollarzeichen haben und das Dollarzeichen steht für den Prompt, das heißt, die Shell wartet darauf, dass wir etwas eintippen und einen Befehl ausführen. Dann führen wir mal unseren ersten Befehl aus und der nennt sich PWD und steht für Print Working Directory. Das heißt, mit PWD kann ich mir anschauen, wo ich mich gerade auf meinem System befinde. Ich führe es mal aus und bei mir kommt zurück, dass ich auf Home Rabea bin. Das ist mein sogenanntes Home Directory. Unter Mac sollte das genauso aussehen. Unter Windows werdet ihr so etwas zurückbekommen wie C slash Users und dann euren Usernamen. Das ist unter Windows das Home-Verzeichnis. Vielleicht noch eine Sache, die hier bei mir ein bisschen schlecht eingefärbt ist. Hier steht eigentlich noch Rabea. Das ist mein Username, dann ein @-Zeichen und dann Persephone. Persephone ist der Name meines Rechners. Den kann man auch selbst konfigurieren. Wenn euch das interessiert, wie das geht, dann schreibt es in die Kommentare und wir können uns das zusammen anschauen. Aber genau, das sollte auch noch so oder so ähnlich bei euch stehen. Okay, schon mal herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euren ersten Befehl ausgeführt, nämlich PWD und das steht für Print Working Directory. Gehen wir über zum nächsten Befehl, der sich ls nennt. Und ls steht für List und gibt uns an, was sich in unserem Verzeichnis, in dem wir gerade sind, befindet. Ich führe es mal aus. Ihr seht, bei mir sind hier gerade ganz viele MKV-Dateien, also Videodateien. Ihr seht aber auch meine verschiedenen Ordner in blau eingefärbt. Das sollte bei euch auch so aussehen. Also zum Beispiel hier den Desktop, den Dokumente-Ordner, die Downloads, dann noch verschiedene andere Ordner, die ich in meinem System erstellt habe. Wenn wir jetzt ls-l eingeben, führe es mal aus, dann bekommen wir eine andere Ansicht von unseren Dateien, die sich hier befinden. Wir haben hier vorne noch die Ansicht, welche Schreibrechte oder welche Rechte auf dieser Datei liegen für den User, also zum Beispiel Read and Write. Und wir sehen, wann die Datei erstellt wurde und wir sehen, wie groß die Datei ist. Die Zahl hier sagt uns jetzt vielleicht noch etwas wenig. Dafür können wir den Befehl noch weiter erweitern. Was war jetzt dieses minus L? Minus L ist ein sogenannter Parameter oder ein Flag, mit dem wir den Grundbefehl anpassen können. Also wir können zusätzliche Parameter angeben, um den Befehl zu verändern. Und ein weiterer Flag, den es gibt, ist das H für Human Readable. Ich führe es mal aus. Auf
den ersten Blick hat sich nicht so viel verändert, aber wir sehen jetzt, dass die Größe anders angezeigt wird, nämlich in Megabyte und Kilobyte. Genau, also ls-lh, um unsere Dateien anzeigen zu lassen in einer menschenlesbaren Form. Okay, soweit so gut. Wir wissen ja, dass unsere Shell Listen, also unser Ordner, sich auf dem Desktop befindet. Wir können auch in der Shell navigieren und uns zu einem anderen Ordner bewegen. Und zwar mit dem Befehl cd, der steht für Change Directory. cd braucht noch ein weiteres Argument, nämlich wo soll es denn hingehen? In unserem Fall haben wir gesagt, wir wollen zu dem Desktop gehen. Eine Sache, die man sich in der Shell merken kann, ist immer No News is Good News. Ich habe den Befehl ausgeführt. Bei euch seht ihr vielleicht sogar schon hier oben, dass ihr in dem Ordner gelandet seid. Ich sehe das noch nicht. Ich kann das Ganze aber wieder mit PWD überprüfen und sehe jetzt, dass ich auf dem Pfad home/rabea/desktop bin. Das heißt, ich habe es in meinen Desktop geschafft und kann mir jetzt mit ls nochmal anschauen, was hier drin steckt. In meinem Fall ist hier nur die Shell Lesson. Vielleicht ist das bei euch auch anders. Vielleicht sind hier noch weitere Ordner oder Dateien. Aber auf jeden Fall ist hier unsere Shell Lesson, die wir brauchen. Was passiert eigentlich, wenn wir CD nutzen für einen Ordner, den es gar nicht gibt? Sagen wir mal, wir wollen jetzt zum Download-Ordner. Dann gebe ich ein CD Downloads und führe das Ganze mal aus. Und die Shell wird sich hier beschweren. Hier steht jetzt CD No Such File or Directory Downloads. Das heißt, dieser Ordner Downloads befindet sich nicht in dem Verzeichnis, in dem ich gerade bin, also im Desktop. Ich weiß aber, dass ich einen Downloads-Ordner habe, aber um dorthin zu navigieren, muss ich entweder einen absoluten Pfad angeben oder einen relativen Pfad. Der absolute Pfad ist, wenn ich den kompletten Pfad angebe. Das ginge auch. Machen wir das mal. Ich schreibe cd und gebe mein Home Directory an, das Home Rabea, und dann den Ordner Downloads. Führe es mal aus, PWD, und das Ganze hat geklappt. Also wenn ich den kompletten, den absoluten Pfad angebe, dann komme ich immer zum Ziel. Gehen wir aber nochmal davon aus, dass ich nicht in diesem Ordner bin. Was ich dann tun kann, wir gehen nochmal zurück in den Desktop, wo wir gerade waren, ist, dass ich mich im Verzeichnis zurückbewege. Das kann ich mit cd... machen. ... ist ein Alias, der angibt, ich möchte mich in das darüberliegende Verzeichnis bewegen. Ich führe es mal aus, pwd, und ich bin wieder in meinem Home Directory, also ich bin einen Schritt zurückgegangen. Und von hier aus kann ich wieder CD Downloads nutzen. Denn ich bin ja gerade in meinem Home Directory und in diesem Verzeichnis befindet sich der Ordner. Das heißt, hier muss ich nur den relativen Pfad angeben. Ich guck nochmal, ob es geklappt hat. Und das Ganze sieht gut aus. Okay. Gehen wir wieder zurück in unseren Desktop. Und schauen uns nochmal mit ls an, was hier drin steckt. Die Shell Lesson. Vielleicht kennt ihr das von eurem File Explorer, dass man sich versteckte Dateien anschauen kann. Das kann man hier in der Shell auch machen mit dem Flag -a. Also ls-a gibt mir auch versteckte Dateien an. Ich führe es mal aus. Und jetzt sehen wir, dass wir hier zwei weitere Ordner haben. Also an der blauen Farbe sehe ich, dass es sich um einen Ordner handelt. Und dieser eine Ordner heißt Punkt und der andere Ordner heißt Punkt. Das sind Aliase für
Das Verzeichnis. Dieser Punkt ist ein Alias für das Verzeichnis, in dem ich mich gerade befinde. Und der Punkt-Punkt-Ordner ist ein Alias für das darüberliegende Verzeichnis. Genau deswegen können wir immer diesen Punkt-Punkt nutzen, um in das darüberliegende Verzeichnis zu kommen. Gehen wir mal in die Shell-Lesson mit cd shell-lesson und führen hier auch nochmal ls-a aus. Auch hier werdet ihr sehen, hier ist auch der Punktordner und der Punkt-Punkt-Ordner. Die zwei Ordner sind überall in jedem Verzeichnis, da ihr diesen Alias braucht, um zum Beispiel mit cd in den darüberliegenden Ordner zu gehen oder um auch mal anzugeben, dass ihr etwas in diesem Ordner machen wollt, in dem ihr euch gerade befindet. Wird später vielleicht noch mal ein bisschen klarer, wenn wir den Punkt brauchen. Wir sehen jetzt aber auch all unsere Dateien in der Shell-Lesson, also in dem Ordner. Gehen wir mal dazu über, wie man Dateien bearbeiten kann. Also jetzt haben wir uns angeschaut, wie kann ich mich in der Shell fortbewegen. Jetzt schauen wir uns an, wie wir Dinge erstellen können, zum Beispiel einen Ordner erstellen kann und wie man auch Dateien löschen kann zum Beispiel. Fangen wir mal damit an, einen neuen Ordner zu erstellen. Dafür gibt es den Befehl mkdir. Steht für Make Directory und auch mkdir muss wissen, was soll denn erstellt werden. Das heißt, als Argument geben wir an, wie wir unseren Ordner benennen wollen. Und ich nenne diesen Ordner jetzt mal First Dir. No News is Good News. Die Shell beschwert sich nicht, das ist immer ein gutes Zeichen. Ich kann das Ganze jetzt aber auch überprüfen mit ls. Und wenn ihr ls eingebt, dann seht ihr jetzt, dass ihr diesen neuen Ordner erstellt habt. Auch in diesen Ordner könnten wir uns jetzt bewegen mit cd first here. Jetzt habe ich was gemacht, was schon in meiner Muscle Memory drin steckt und was auch super wichtig ist, sich anzugewöhnen. Ihr habt gerade gesehen, dass sich first here einfach automatisch aufgefüllt hat. Das ist die Autovervollständigung in der Shell und die könnt ihr ausführen, indem ihr die Tab-Taste drückt. Also wenn ich hier ein F schreibe und die Tab-Taste drücke, dann wird automatisch aufgefüllt, was in diesem Ordner ist, in den ich ja, navigieren kann. Wichtig, Faulheit ist eine Tugend, so wenig Klicks wie möglich machen und ja, gewöhnt euch am besten an, immer die Tab-Taste zu benutzen. Also mit cd, first year, kommen wir in den first year. Vielleicht auch noch eine Sache, die gerade auffällt, wenn ich das Ganze mit tab mache, dann steht dieser slash noch hinter dem first year. Das steht nur dafür, dass es sich um einen Ordner handelt und nicht um eine Datei. Das muss man aber in dem Befehl nicht angeben. Also man kann auch cd first year schreiben ohne den slash und kommt auch zu dem Ordner. Erwartungshaltung, was steckt in diesem Ordner? Nichts. Genau. Also wir haben einen leeren Ordner mit mkdir erstellt. Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir nochmal zurück in die Shell-Lesson und schauen uns die Dateien dort nochmal etwas genauer an. Wir können uns die auch mal mit ls-lh anschauen. Und bekommen schon mal so einen groben Überblick darüber, wie groß die Dateien sind. Und genau, eine Sache fällt vielleicht auch noch auf, dass es verschiedene Dateien sind. TSV steht für Tab Separated Value, also es sind tabellarische Daten. JSON ist JavaScript Object Notation, wird oft für Webseiten benutzt oder um Metadaten zu speichern. TXT kennt ihr bestimmt, sind Textdateien und HTML ist eine Markup-Language. Wichtig ist hier,
dass diese Dateiendungen nur für uns wichtig sind, also damit wir erkennen, um was für ein Format es sich handelt. Aber letzten Endes sind es alles Plaintext-Dateien. Das ist auch wichtig für die Shell, wenn wir uns gleich mal den Inhalt von den Dateien anschauen. Ihr werdet sehen, dass das schwierig wird, wenn es Dateien sind, die keine Plaintext-Dateien sind, zum Beispiel eine PDF-Datei oder eine Word-Datei. Das sind keine Plaintext-Dateien und da wird der Inhalt in der Shell etwas kryptisch dargestellt. Aber ja, schauen wir uns doch mal den Inhalt einer Datei an und lernen dafür einen neuen Befehl, nämlich cat. Steht für concatenate. Und auch hier müssen wir angeben, welche Datei wir uns denn genauer anschauen wollen. Wir nehmen mal diese 829-Datei und auch hier bin ich faul und drücke die Tab-Taste, um das Ganze aufzufüllen. Führen wir es mal aus. Es ging jetzt super schnell, uns wurde etwas hier um die Ohren geschlagen. Gehen wir nochmal nach oben. Und ja, irgendwie bringt mir das jetzt nicht so viel. Ich habe ganz viel Text und weiß nicht so richtig, um was es geht. Irgendein Projekt von Gutenberg. Da kann es helfen, wenn man sich nur die ersten Zeilen anschauen will. Und zwar mit dem Befehl head. Ja, nutzen wir auch nochmal für die Datei, die wir uns gerade angeschaut haben. Und das Ganze sieht schon etwas besser aus. Mit head bekommt ihr die ersten 10 Zeilen zurück. Also auch diese leeren Zeilen sind Zeilen. Und ja, dadurch sehen wir, dass es sich um Gullivers Travels handelt, also ein E-Book, also Gullivers Reisen von Jonathan Swift. Man kann sich auch die letzten 10 Zeilen anzeigen lassen mit Tail. Genau, und kann sich damit das Ende einer Datei anschauen. Auch head kann man mit einem Flag anpassen. Vielleicht möchte ich nicht nur die ersten 10 Zeilen, sondern die ersten 20. Dann kann ich das angeben mit head minus n für Number und die Anzahl angeben. Also wir haben gesagt, wir wollen 20 Zeilen von unserer Datei. Und dann bekommen wir auch 20 Zeilen zurück. Okay, ja, cat ist eine Möglichkeit, sich Inhalte anzuschauen. Es gibt auch einen weiteren Befehl, der sich less nennt. Less ist ein Pager, das heißt, wenn ihr less benutzt, um eine Datei anzuschauen, dann kommt ihr in einen Pager und den könnt ihr euch so vorstellen, dass ihr da so blättern könnt. Also ihr bekommt nicht alles in der Shell von oben nach unten reingeworfen, sondern ihr landet in diesem Less Pager. Machen wir das mal. Sieht gar nicht so anders aus, aber es hat sich schon etwas verändert. Wir sind jetzt in dem Pager und können mit der Leertaste durch die Seiten durchgehen oder auch mit Bild unten, Bild hoch kann man auch navigieren. Preisfrage ist, wie komme ich hier jetzt wieder raus? Ihr seht, dass ihr jetzt unten das Doppelzeichen habt, den Doppelpunkt, sorry, und nicht mehr eure Shell, also nicht mehr das Prompt-Zeichen. Ihr könnt gar keinen Befehl mehr eingeben. Um aus diesem Pager zurückzukommen, könnt ihr die Taste Q nutzen für Quit und dann seid ihr wieder zurück in eurer schönen Shell. An der Stelle möchte ich vielleicht noch mal ein bisschen genauer auf die Tab-Taste eingehen, denn es kann auch mal sein, dass sie vielleicht nicht ganz so funktioniert, wie ihr euch das wünscht. Gucken wir uns noch mal unsere Dateien an. Ich kann auch ls auf eine Datei anwenden, zum Beispiel auf die 82-Datei. Dann bekomme ich zurück, wie die Datei heißt. Ist jetzt vielleicht in dem Moment nicht so nützlich für uns, aber ich möchte damit einen Punkt klar machen. Denn
Wir wollen mal Tab auf die Africa TSV-Datei anwenden. Was würde ich dann tun? LS 2.0 und drücke mal Tab. Was dann passiert, die Datei wird nicht aufgefüllt, sondern ich lande bei 2014 und das Ganze geht nicht mehr weiter. Wenn ich jetzt nochmal Tab drücke, dann wird mir hier angezeigt, welche Datei zu 2014 passt. Also die Shell hat zu viele Möglichkeiten, welche Datei das sein könnte. Deswegen müssen wir selbst nochmal angeben, welche Datei genau, und können das Ganze selbst weiterschreiben. Also wenn ich jetzt mal hier, wir sind noch bei der Africa-Datei, dieses -01 angebe und nochmal Tab drücke, dann verschwinden schon mal ein paar Optionen, aber es sind immer noch drei übrig. Dann gebe ich nochmal ein Minus an und drücke Tab. Dann habe ich noch zwei Optionen, also ich lande bis bei dem A, drücke nochmal Tab und sehe entweder Africa oder America und kann ein F tippen und nochmal Tab. Und jetzt ist auch nur noch diese eine Auswahl möglich. Nur wichtig zu wissen, denn manchmal, wenn man dann Tab drückt, dann kommt da nichts mehr und man versteht es nicht. Also immer, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt zum Auffüllen, dann müsst ihr selbst nochmal weiter tippen, bis es passt. Okay, dann vielleicht noch eine interessante Sache für die Befehle, die wir uns gerade angeschaut haben, also Head und Tail. Hier könnt ihr auch mehrere Argumente angeben. Also vielleicht wollt ihr euch die ersten 10 Zeilen von allen TXT-Dateien anschauen. Dann könnt ihr etwas nutzen, das sich Globbing nennt. Also ihr könnt hier sogenannte Wildcards nutzen, um Zeichen anzugeben. Kennt ihr vielleicht aus Suchportalen, verschiedene Operatoren, mit denen ihr etwas ausdrücken könnt. Zum Beispiel das Sternchen. Das Sternchen steht für eine beliebige Anzahl von Zeichen, Nummern, Buchstaben, was auch immer. Und wenn ihr das Sternchen mit .txt anwendet, dann sagt ihr der Shell quasi, gib mir von allen TXT-Dateien, die es hier gibt, egal wie sie heißen, die ersten 10 Zeilen zurück. Könnte man auch ohne den Punkt machen. Aber ich mache mal .txt, damit wir uns sicher sind, dass es sich hier um die TXT-Endung handelt. Ich führe es mal aus. Und was wir jetzt zurückbekommen, ist einmal in der ersten Zeile der Name der Datei. Also die erste Datei ist diese 33504-0-Datei. Dann können wir hier auch gut sehen, bekommen wir hier die ersten 10 Zeilen zurück. Und dann kommt die nächste TXT-Datei. Dann haben wir wieder unser Gullivers Reisen. Hier kommt die nächste TXT-Datei. Und genau, das war's schon. Können nochmal schauen. Das sollte passen. Also genau diese, einmal diese Datei und diese TXT-Datei. Also das Sternchen kann uns auch weiterhelfen, wenn wir etwas auf mehrere Dateien anwenden wollen. Gucken wir uns später vielleicht auch nochmal genauer an. Gut, nochmal vielleicht was zu den Formaten bzw. zu den Dateinamen. Hier wurde an manchen Stellen schon einiges richtig gemacht. Auf was ich eingehen möchte, ist diese Datumsangaben. Warum sollte man das machen bei Dateien? Zum einen sind sie automatisch richtig sortiert und so wie das Datum hier angegeben wird, also das Jahr, der Monat und der Tag, ist sogar ein ISO-Standard, also der ISO 8601 und ja, ist der internationale Standard, wie man ein Datum schreibt. Also
vor allem praktisch, wenn man Dateien weitergibt oder sie teilt oder veröffentlicht, dann weiß auf jeden Fall jeder, was gemeint ist. Ich kann euch hier noch einen ja, netten Comic zeigen von der Seite XKCD. Die machen viele verschiedene Comics und ja, einer davon ist, dass es viele Arten gibt, ein Datum zu schreiben. Das seht ihr hier unten. Aber es gibt nur einen richtigen Weg, ein Datum zu schreiben. Also Jahr, Monat und Tag. Gut. Dann geht's weiter. Und wir schauen uns weitere Befehle an, mit denen wir unsere Dateien bearbeiten können. Und zwar schauen wir uns noch an, wie wir eine Datei umbenennen können. Wir haben jetzt gesehen, diese 829-Datei ist ja Gullivers Reisen. Und vielleicht möchten wir die Datei genauso nennen. Dafür gibt es einen Befehl, der nennt sich MV, steht für Move. Und Move hat zwei verschiedene Arten, wie man den Befehl nutzen kann. Mir fehlt das Wort gerade. Zum einen kann man mit Move Dateien umbenennen. Man kann mit Move aber, wie der Name schon sagt, auch Dateien verschieben. Wir nutzen es jetzt erstmal, um diese Datei umzubenennen und Move braucht dabei zwei Argumente. Zum einen, welche Datei soll umbenannt werden, also unsere 829-Datei. Und das zweite Argument gibt an, wie die Datei denn benannt werden soll. In dem Fall nennen wir die Datei jetzt mal gulliver.txt. Ich führe es aus. No news is good news. Und ihr könnt das Ganze überprüfen, ob es geklappt hat mit ls. Was ist passiert? Wir sehen, hier ist diese 829-Datei nicht mehr da. Stattdessen haben wir jetzt eine gulliver.txt-Datei. Mit dem Move-Befehl muss man hier vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein. Was wäre zum Beispiel passiert, wenn ich Move 829-0.txt geschrieben hätte und dann PG514, also eine Datei, die wir hier schon haben. In dem Fall wird der ganze Inhalt von der ersten Datei über die zweite Datei drüber geschrieben, weil es diese Datei schon gibt. Das wäre ein bisschen ungünstig und man kann das Ganze auch leider nicht mehr rückgängig machen, deswegen immer aufpassen mit dem Move-Befehl. Schauen wir uns doch direkt die, mir fehlt das Wort, den zweiten Anwendungsfall von Move an. Also wenn man eine Datei verschieben möchte, zum Beispiel wollen wir jetzt Gulliver in First Dir verschieben. Also dann geben wir an Move Gulliver und als zweites Argument den Ordner, in den wir das Ganze verschieben möchten. Also First Dir. In dem Fall wird nicht gulliver.txt in ja, First Dir umbenannt, sondern wir verschieben das Ganze. Schon einmal mit ls. Die Datei ist nicht mehr da, zumindest nicht in unserer Shell-Lesson. Wir könnten jetzt in den First-Dir-Ordner wechseln mit cd und dann ls eingeben, um zu gucken, ob es da ist. Wir können das Ganze aber auch von hier aus machen, und zwar mit ls First-Dir. Also damit bekommen wir den ganzen Inhalt aus dem First-Dir-Ordner auch zurück und wir sehen, dass unsere gulliver.txt-Datei auch dort gelandet ist. Wir können mit Move auch Ordner umbenennen. Nehmen wir mal an, wir wollen den First-Dir-Ordner in einen Backup-Ordner umbenennen. Dann können wir schreiben Move First-Dir Leerzeichen Backup. Ich führe es mal aus. ls. Und das sieht gut aus. Also auch mit
Auch Ordner können mit MV umbenannt werden. Jetzt gehen wir mal in den Backup-Ordner mit CD. Und hier befindet sich auch immer noch unsere gulliver.txt-Datei. Wir haben gesagt, wir wollen das als Backup nutzen. Also könnten wir auch mal eine Backup-Kopie von gulliver.txt machen. Und dafür gibt es den Befehl cp für Copy. Also damit benennen wir nichts um, sondern wir erstellen eine exakte Kopie von einer Datei. Und wie MV braucht auch cp zwei Argumente. Also einmal, was soll kopiert werden und wie soll die Kopie heißen. In dem Fall nennen wir das Ganze mal Gulliver-Backup.txt. Wir führen es aus. Und sehen jetzt, dass wir ja, zwei Dateien haben. Können uns mal mit head beide Dateien anschauen. Hier seht ihr jetzt, die Tab-Taste geht nur bis zu Gulliver. Wenn ich jetzt nochmal Tab drücke, sehe ich, dass ich zwei Optionen habe. Wir wollen beide sehen, also kann ich hier das Sternchen benutzen, um zu sagen, ich möchte beide Dateien sehen. Ich führe es aus. Und das scheint geklappt zu haben, also wir haben genau die gleichen Zeilen für beide Dateien. Jetzt sind wir ja in einem Backup-Ordner und haben trotzdem die Originaldatei noch hier. Also sagen wir, wir wollen die Originaldatei zurück in unsere Shell-Lesson verschieben. Das können wir mit Move machen. Move Gulliver. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Alias-Ordner Punkt Punkt, den können wir hier nutzen. Und zwar können wir sagen, verschiebe, oh Achtung, hier fehlt noch die Endung .txt, verschiebe gulliver.txt in den darüber liegenden Ordner. Also Punkt Punkt. Führen es aus. Gucken nochmal, wie unser Ordner jetzt aussieht. Und die Gulliver-Datei ist weg. Gehen wir mal zurück in die Shell-Lesson. Und wir sehen, das Ganze hat geklappt. Also wir haben jetzt die gulliver.txt-Datei. Nur zum Spaß schauen wir uns mal an, wann man diesen Punktordner benutzen könnte. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Wir gehen nochmal in den Backup-Ordner. Und vielleicht wollen wir genau von hier aus jetzt die gulliver.txt-Datei in unseren Backup-Ordner zurückverschieben. Auch das geht mit Move. Dann müssen wir zum einen angeben, welche Datei wollen wir verschieben. Das können wir auch mit einem Pfad angeben. Also geben wir an Punkt, Punkt. Wir gehen in den darüber liegenden Ordner, in die Shell-Lesson. Dann Slash gulliver.txt. Auch hier funktioniert die Tab-Taste. Daran merkt ihr schon, ob der Pfad richtig ist, den ihr angegeben habt. Und um jetzt zu sagen, verschiebe diese Datei in den Backup-Ordner, können wir den Punkt nutzen. Denn der Punkt ist der Alias für das Verzeichnis, in dem wir uns gerade befinden, also für den Backup-Ordner. Führen wir es mal aus. Und schauen uns mit ls an, ob es geklappt hat. Und das ist auch der Fall. Gut, dann packen wir unsere Gulliver-Datei wieder zurück in die Shell-Lesson mit dem Punkt Punkt. Und gehen auch wieder. Oh, jetzt habe ich selber einen Fehler gemacht. Hier funktioniert die Tab-Taste nicht, denn in unserem Backup-Ordner ist kein Ordner, der Shell-Lesson heißt, sondern CD Punkt Punkt brauchen wir, um zurück in die Shell-Lesson zu kommen. Okay, dann schauen wir uns noch einen Befehl an, um Dateien zu bearbeiten, der auch wichtig ist, nämlich ja, wie lösche ich eine Datei oder einen Ordner? Mit dem Befehl rm kann man Dateien löschen. Können wir jetzt auch gerne mal machen. Keine Sorge, wir brauchen die Dateien auch auf jeden Fall nicht mehr. Und zwar wollen wir einmal die gulliver.txt-Datei löschen. Führen es mal aus. Und ihr seht schon, das geht ziemlich schnell und endgültig. Also mit rm
sind Dateien wirklich weg. Die landen auch nicht im Papierkorb, sondern die sind weg, weg und kommen nie wieder zu euch zurück. Aber man kann RM auch mit einem Flag erweitern, um vielleicht doch nochmal auf Nummer sicher zu gehen, nämlich mit minus i. Das steht für Interactive. Und das probieren wir mal an der PG-Datei. Jetzt wird sich nämlich die Shell melden und nochmal nachfragen, ob man das wirklich machen möchte. Also remove regular file PG514. Wollen wir das wirklich tun? Und in dem Fall müssen wir das verneinen oder bestätigen. Mit N sagen wir no, also bitte löscht das Ganze nicht. Oder mit Y steht für yes, sagen wir ja, löscht das bitte. In dem Fall sagen wir jetzt mal no und behalten die Datei. Angenommen, wir wollen einen Ordner löschen, dann werdet ihr mit RM einen Fehler zurückbekommen. Cannot remove backup is a directory. Also um Ordner zu löschen, brauchen wir auch einen Flag, nämlich minus R. Mit minus R können wir dann auch ganze Ordner löschen. Und das machen wir auch. Schauen wir mal. Wir haben jetzt schon ziemlich viele Befehle kennengelernt und auch ausgeführt. Wenn ihr euch alte Befehle nochmal anschauen wollt, dann könnt ihr mit dem Befehl History eine Historie all eurer Befehle zurückbekommen, die ihr jemals benutzt habt. Ihr könnt diese History auch durchsuchen nach einem bestimmten Befehl mit Steuerung R. Ihr seht, ich komme hier in eine Searchbar und kann jetzt nach einem bestimmten Befehl suchen. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass ich irgendwann mal den Befehl less benutzt habe und kann das jetzt hier eintippen und ihr seht, dass ich dann auch diesen Befehl hier angezeigt bekomme. Ich kann jetzt mit Pfeil nach rechts mir den Befehl zurückholen. Oder mal ein anderes Beispiel, der RM-Befehl. Da sehen wir jetzt schon, hier ist irgendein Repository, das ich irgendwann mal gelöscht habe. Das ist aber gar nicht der RM-Befehl, den ich haben wollte, sondern den letzten, den wir ausgeführt haben. Um in diesen Befehlen zu blättern, könnt ihr nochmal Steuerung R drücken. Ja, dann kommt man zu allen Befehlen, in denen RM vorkommt und irgendwann kommt man bei dem Befehl an, den man haben möchte. Oder was man auch machen kann, ist hier noch weiterschreiben, nochmal expliziter angeben, welchen Befehl man genau möchte und bekommt das Ganze dann zurück. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, warum die Suche gerade failed für den RM minus R Backup, denn das war ja der letzte Befehl, den ich ausgeführt habe. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Vielleicht wisst ihr es. Wenn ihr es rausfindet, dann gerne in die Kommentare. Vielleicht übersehe ich gerade einen Fehler von mir. Okay. Ich habe gerade einen Befehl, den ich gar nicht haben möchte. Ein kleiner Tipp, um alles vor eurem Cursor löschen zu können, könnt ihr Steuerung K drücken. Ja, dann wird alles vor dem Cursor gelöscht. Okay, bevor es weitergeht mit den Loops, also wie ihr Befehle automatisiert auf mehrere Dateien anwenden könnt, noch ein Tipp. Ihr habt ja gesehen, dass ich einige Flags benutzt habe und natürlich kennt man nicht alle Flags einfach so, sondern kann sich die Flags für die verschiedenen Befehle anschauen mit dem Befehl man. Den Befehl man könnt ihr nur unter Linux und Mac nutzen. Für Windows zeige ich euch gleich eine andere Möglichkeit, aber man steht hier für Manual und man könnt ihr immer ja, zu dem bestimmten Befehl angeben, zu dem ihr das Manual oder die Hilfe sehen wollt. Zum Beispiel ls.
Genau, dann seht ihr, dass ich hier in eine Übersicht komme zu allen Flags. Ich bekomme auch nochmal so ein bisschen Informationen dazu, was denn der Befehl auslöst und die verschiedenen Flags. Hier zum Beispiel das minus A kann man auch als minus minus all angeben und steht für Do not ignore entries starting with dot. Also zeigt mir auch die versteckten Dateien an. Oder was haben wir auch noch benutzt? Zum Beispiel das kleine H für human readable. Hier steht auch, dass man das nur mit minus L oder minus S benutzen kann und zeigt die Größen einer Datei in Kilobyte, Megabyte und Gigabyte an. Ja, also hier bekommt ihr immer eine gute Übersicht über die verschiedenen Flags, die man noch so benutzen kann für einen Befehl. Und hier unten seht ihr auch schon, wie ihr aus der Manual Page wieder zurückkommt, nämlich mit Q. Für die Windows-Leute funktioniert das leider nicht, aber was ihr machen könnt, ist ls-help eingeben. Das funktioniert bei mir auch. Und dann ja, bekommt ihr eine ähnliche Ansicht direkt in der Shell und könnt euch auch die verschiedenen Flags zu einem Befehl anschauen. Wir könnten das auch zu einem anderen Befehl mal machen, zu head minus minus help. Und auch hier bekomme ich dann die verschiedenen Flags angezeigt, zum Beispiel das minus n, das für die Lines steht in numerischer Form, also was wir auch benutzt haben mit head minus n 20, damit wir die ersten 20 Zeilen zurückbekommen. Gut, dann geht es jetzt weiter mit den Loops. Falls ihr noch keine Pause gemacht habt, macht mal eine Pause. Holt euch einen neuen Kaffee, das mache ich jetzt auch. Okay, gestärkt mit dem nächsten Kaffee geht's weiter mit dem nächsten Thema. Ein kleiner Tipp noch. Ich benutze gleich einen Befehl, mit dem ich meine Shell aufräumen kann. Oder kein Befehl, sondern einen Shortcut, nämlich Steuerung L. Ja, also damit bekomme ich wieder einen weißen Screen. Ich mache das zwischendurch mal ganz gerne. Vielleicht habe ich das auch schon aus Versehen gemacht, ohne es zu erklären. Aber ihr könnt dann auch wieder hochscrollen und seht dann immer noch, was ihr gemacht habt. Das ist nur, ja, um den Bildschirm aufzuräumen. Okay, bevor wir gleich in die Loops gehen, zeige ich euch noch einen Befehl, den wir gleich brauchen werden, nämlich den Befehl Echo. Mit Echo könnt ihr euch in der Shell Dinge zurückgeben lassen. Zum Beispiel eine Zeichenkette, die ihr in Anführungszeichen setzt. Ich führe es mal aus. Also Echo, hallo zusammen. Und wir sehen, ich bekomme etwas zurück. Nämlich das, was in den Anführungszeichen steht, also das Hallo zusammen. Ist jetzt vielleicht noch nicht der perfekte Anwendungsfall, aber wir sehen gleich, wie wir das noch nutzen können. Ihr könnt Echo nicht nur für diese Zeichenketten benutzen, sondern ihr könnt auch Variablen angeben und Werte in einer Variable speichern. Machen wir das mal. Ich nenne die Variable Name und setze ein Ist gleich und kann damit einen Wert auf diese Variable belegen, nämlich Rabea. Ich nehme jetzt mal meinen Namen und führe das Ganze aus. No news is good news, aber ich kann mir jetzt zum einen mit Name, oh sorry, kann ich nicht, mit Echo Name meinen Namen zurückgeben lassen. Und ihr seht schon, um eine Variable anzusteuern in der Shell, brauche ich dieses Dollarzeichen. Und in dem Fall bekomme ich nicht Name zurück, sondern den Wert, der in dieser Variable steckt. Das Ganze kann ich auch noch verbinden mit dem String, also zum Beispiel Echo, mein Name ist Dollarzeichen Name. Dann bekomme ich zurück, mein Name ist Rabea. Ist ganz praktisch,
Wenn man zum Beispiel ein Programm schreibt und wissen möchte, ob das Programm auch komplett durchgelaufen ist, dann könnte man am Ende eines Skripts schreiben, Echo Skript beendet, um sicherzugehen, dass auch alles durchgeführt wurde. Genau das werden wir jetzt auch gleich in dieser Schleife einmal nutzen. Steuerung L. Ich räume nochmal auf. Genau. Was ist denn so eine Schleife? Ich habe das jetzt schon Loop genannt, Schleife. Das Ganze nennt sich For Loop oder Vorschleife. Und diese Schleifen sind ja der Schlüssel zu eurer Produktivitätssteigerung und zur Automatisierung, denn sie ermöglichen es uns, Befehle wiederholt auszuführen. Wir können uns vorstellen, wir haben irgendwie fünf Dateien und wollen von jeder Datei eine Kopie erstellen. Haben wir schon gelernt, wie das geht mit Copy und könnten dann jede Datei nehmen und einmal ein Backup erstellen. Bei fünf Dateien ist das auch noch okay. Nehmen wir an, wir haben 50 Dateien, dann wird das schon ein bisschen ärgerlich. Und bei 50.000 Dateien haben wir, glaube ich, alle keine Lust mehr darauf. Das ist auch der Riesenvorteil an der Shell, dass man hier Prozesse wirklich automatisiert erstellen kann und sich eine Menge Schreibarbeit spart und die Shell das für einen machen lässt. Wir machen das jetzt auch genau an dem Beispiel, nämlich dass wir Backup-Dateien für eine Liste von Dateien anwenden. Dafür brauchen wir erstmal diese Dateien und dafür erstellen wir Dummy-Dateien. Um Dateien zu erstellen, können wir den Befehl Touch benutzen. Also mit Touch erstellt man leere Dateien und wir brauchen ein paar davon. Ich nenne das jetzt mal A, PDF, B, Punkt, PDF, C, Punkt, PDF und D, Punkt, PDF. Also ihr seht, mit Touch kann ich auch mehrere Dateien auf einmal erstellen und nicht verwirren lassen. Diese Endung .pdf ist jetzt auch wieder nur für uns als Mensch, um theoretisch zu erkennen, dass es sich um PDF-Dateien handelt, was natürlich gerade nicht der Fall ist. Also wenn wir uns mit cat den Inhalt von a.pdf anschauen, dann sehen wir, die Dateien sind leer. Ist jetzt nur, um zu zeigen, wie wir mit einer Vorschleife für all diese Dateien eine Backup-Datei erstellen können. Genau, schauen wir uns an, wie man so eine Schleife aufbaut. Sie nennt sich ja Vorschleife, also geht die Schleife mit For los. For braucht eine Variable, die wir benennen, und wir nennen diese Variable File. Also genauso wie wir gerade die Variable Name erstellt haben, da hätte auch Brezel stehen können oder Lasagne. Aber wir suchen einen Variablen-Namen, der gut dazu passt. Und in dem Fall geht es ja gerade um Dateien. Deswegen nennen wir das Ganze File. Also for File in. Dann kommt eine Liste von Dateien, auf die wir das Ganze anwenden möchten. Also unser APDF. P. PDF, C. PDF und D. PDF. Jetzt drücke ich Enter und hier passiert etwas Bestimmtes. Für die Mac-Leute mit der ZSH-Shell oder jeder, der eine ZSH-Shell hat, wird jetzt dieses Vorsehen und den Pfeil. Die anderen, wenn ihr eine Bash-Shell benutzt, dann solltet ihr nur diesen Pfeil sehen, passt beides. Die Shell wartet jetzt darauf, dass wir den Schleifenkörper angeben. Also wir sollen jetzt schreiben, was in dieser Schleife passieren soll. Um den Schleifenkörper zu starten, schreiben wir einmal ein Do, drücken wieder Enter und können jetzt angeben, was hier drin passieren soll. Wir wollen einmal nochmal Echo nutzen, nur für uns, damit wir nochmal die Dateien angezeigt bekommen. Also Echo File. Und wir haben gesagt, wir wollen eine Kopie erstellen. Ihr seht schon, wir können hier auch mehrere Befehle auf
mehrere Dateien anwenden. Das heißt, wir brauchen jetzt noch unser Copy-File. Und wir müssen auch angeben, wie wir die Kopie nennen. Und wir nennen das Ganze File minus Backup. Ich schreibe jetzt dieses File in Anführungszeichen und davor nicht. Hat einen bestimmten Grund. Also ich kann hier auch die Anführungszeichen schreiben. Grob gesagt, seid ihr auch mit den Anführungszeichen immer auf der sicheren Seite. Man braucht das nicht immer, aber in manchen Fällen sind die ja notwendig. Deswegen schreiben wir es mal komplett mit den Anführungszeichen. Okay, das ist soweit alles, was wir machen wollen, beziehungsweise ich merke auch gerade, dass die Datei am Ende vielleicht ein bisschen komisch aussieht. Wir haben ja unser .pdf schon als Endung. Deswegen packen wir mal das Backup davor. Also wir wollen erreichen, dass wir am Ende ein Backup-A.pdf, ein Backup-B.pdf und so weiter zurückbekommen. Okay, das ist alles, was wir in dieser Schleife machen wollen. Um der Shell jetzt noch zu sagen, dass wir fertig sind, schreiben wir ein Done und führen das Ganze mal aus. Okay, ihr seht, das geht super schnell. Und schauen wir mal nochmal genau drauf, was jetzt gerade passiert ist. Zum einen haben wir hier eine Ausgabe zurückbekommen. Und wenn wir uns mit ls mal unser Verzeichnis anschauen, dann sehen wir auch, dass wir jetzt vier neue Dateien haben. Nämlich unsere Backup-Dateien. Also ein Backup für das A-PDF, ein Backup für das B-PDF, C-PDF und D-PDF. Gehen wir nochmal nach oben. Was genau ist hier passiert? Wir haben eine Schleife erstellt. Wie läuft diese Schleife ab? Im ersten Durchlauf wird das erste Element aus dieser Liste genommen, also unser A.PDF, und wird temporär in unsere Variable File gepackt. Dann startet die Schleife mit dem Do und der erste Befehl wird ausgeführt, also Echo File. Wir erinnern uns, mit Echo bekommen wir eine Ausgabe zurück. Das ist also das, was hier passiert. Also wir bekommen dieses A.PDF zurück. Dann wird der nächste Befehl ausgeführt, das Copy File. Wir erinnern uns, in diesem File steckt gerade APDF, also Copy APDF zu Backup-File. Also erstelle eine Kopie von APDF und nenne diese Kopie Backup-A.PDF. Dann ist die Schleife vorbei. Aber wir haben noch drei weitere Elemente in unserer Liste. Das weiß die Shell und startet deswegen die Schleife erneut. Diesmal wird das zweite Element, also p.pdf, in die Variable File gepackt. Also in File steckt jetzt b.pdf und die Schleife geht wieder von vorne los. Also unser Echo wird ausgeführt. Das ist das hier. Und das Copy wird auch wieder ausgeführt. Also bekommen wir unsere Backup-Datei. Die Schleife ist wieder zu Ende. Ihr wisst, die Schleife startet wieder von vorne und das C.PDF wird temporär in File gepackt. Die Schleife geht wieder von neuem durch. Wir bekommen wieder unsere Echo-Ausgabe und unser Backup. Und die Schleife wird ein letztes Mal durchgespielt und wir bekommen unser D.PDF ausgeführt oder ja, angezeigt und wir bekommen ein Backup von dieser Datei. Dann ist die Schleife zu Ende und es gibt auch keine Elemente mehr in dieser Liste. Ist vielleicht am Anfang ein bisschen ja, komplizierter als jetzt die Befehle, die wir davor gesehen haben, aber mit etwas Übung kommt man auch dahinter, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht mal eine Quizfrage. Was denkt ihr jetzt, was in diesem File steckt? Also wir hatten ja vorhin auch Echo.cpdf
Dollarzeichen Name genutzt und bekommen immer noch Rabea zurück, ist immer noch hier drin. Was passiert jetzt, wenn ich Echo File angebe? Wir probieren es mal aus und wir sehen, ein File steckt jetzt d.pdf. Das liegt daran, dass diese Dateien ja immer nur temporär in File abgelegt werden. Und im letzten Durchgang von der Schleife steckt dieses d.pdf in File. Das bleibt auch so, wenn die Schleife zu Ende ist, ist eben dieser letzte Wert noch in File gespeichert. So viel zu den Schleifen. Wir schreiben nochmal eine Schleife zusammen und nutzen nochmal ein Feature, sage ich mal, das wir schon kennengelernt haben, um das Ganze noch mehr zu vereinfachen. Diesmal erstellen wir keine Datei, sondern wir wollen einfach nochmal den Ablauf einer Schleife üben und sagen for file in und wollen jetzt wieder unsere PDF-Datei nutzen. Wir haben aber schon etwas gelernt, um uns das hier, also a.pdf, b.pdf zu ersparen, nämlich die Wildcards. Also auch hier können wir das Sternchen nutzen und sagen, nimm alle Dateien, die mit .pdf enden. Das ist dann unsere Liste an Dateien. Und wir drücken wieder Enter, schreiben ein Do und ja, lassen uns einmal hier das Echo, nutzen nochmal Echo, Fuke-File ist eine tolle Datei. Und machen noch ein Echo, um das Ganze mal ja, ein bisschen voneinander abzugrenzen und schreiben diese Bindestriche. Gut, dann beenden wir die Schleife auch schon wieder. Wie gesagt, ihr könntet hier auch noch viel mehr Befehle mit reinpacken. Wir könnten auch Move nutzen, wir könnten wieder Copy nutzen, wir können alles Mögliche damit machen. Aber wir sind jetzt am Ende und schreiben dann. Und gucken uns an, was hier passiert ist. Wir sehen schon, dass mit dem Sternchen scheint geklappt zu haben. Es nimmt jetzt wirklich jede Datei, die mit .pdf endet. Und tatsächlich ist das auch nicht mehr, also sind das nicht mehr nur noch unsere vier Dateien, die wir mit Touch erstellt haben, sondern auch unsere Backup-Dateien. Also wird das Ganze für 8 Dateien ausgeführt. Einmal für die a.pdf-Datei, dann wird dieser Strich eingebaut, den wir in der Schleife haben. Das nächste Element kommt. Die Elemente sind alphabetisch sortiert. Also als nächstes ist unser Backup A in der Reihe und so weiter. Ihr seht, dass alles, was in diesem Schleifenkörper ist, dann auch jedes Mal wieder neu ausgeführt wird. Also wir haben auch diesen Strich hier dann immer pro Schleifendurchgang. Ja. Gut. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Das hatten wir ja vorhin auch mal probiert. Wir hatten uns mit head-n 20 Sternchen txt alle also von allen txt-Dateien die ersten 20 Zeilen anzeigen lassen. Das ja, ist auch schon relativ gut. Also hier können wir mit einem Befehl den auch auf mehrere Dateien anwenden. Vielleicht wollen wir das aber auch direkt mit tail verbinden. Also wir wollen zum Beispiel von allen txt-Dateien die erste Zeile zurückbekommen und die letzte. Machen wir das noch als Abschluss zusammen. Also würden wir hier angeben for file in Sternchen txt oder Punkt txt geht auch. Do einmal head. Wir wissen, head ist standardmäßig, sind das die ersten 10 Zeilen. Also können wir mit minus n1 angeben, dass wir nur die erste Zeile zurückhaben möchten. Und das auch wieder für unsere Variable File. Und wir wollen gleichzeitig die letzte Zeile zurückbekommen mit tail minus n1. Dann geben wir wieder dann ein. Und bekommen das für jede TXT-Datei zurück.
gucken uns das Ganze nochmal an. Ja, wir haben drei. Ah, ne, genau, wir haben nur noch zwei TXT-Dateien. Wir haben ja Gulliver gelöscht, deswegen ja, haben wir hier einmal die erste Datei und einmal die zweite Datei. Wir sehen schon, dass das hier so ein bisschen schwierig ist, jetzt noch zu erkennen, um welche Datei es sich eigentlich handelt. Also in dem Fall wäre sogar das Echo ziemlich gut gewesen. Und wir können das auch noch nachträglich ergänzen. Jetzt kommt wieder ein super Trick, den wir für uns nutzen können. Wir können alte Befehle zurückholen. Indem wir die Pfeiltaste nach oben drücken, bekommen wir den letzten Befehl zurück. Und ihr seht, mein letzter Befehl war ls. Ich möchte aber diese Schleife zurückbekommen, also drücke ich nochmal den Pfeil nach oben und bekomme jetzt die Schleife zurück. Bei mir sieht das jetzt so aus. Es kann aber auch gut sein oder es wird der Fall sein, dass das bei euch anders aussieht, nämlich dass alles in einer Zeile steht und mit einem Semikolon. Das funktioniert genauso gut, ist nur eine andere Schreibweise von der Schleife. Und hier könnte ich jetzt in die Schleife zurückgehen. Ah, ich merke auch gerade, dass das überhaupt nicht funktioniert. Für meinen Fall müsste ich jetzt nochmal das Ganze von vorne schreiben. Mit dem Semikolon habt ihr die Möglichkeit, dass ihr in die Zeile oder in euren Befehl zurückgehen könnt und diese Echo-Zeile ersetzen könnt. Dann machen wir es für meinen Case nochmal von vorne und ich schreibe die Schleife nochmal neu, also for file in txt, do echo file, Achtung, $file und ein head minus n1 $file und ein tail minus n1 $file. Und dann. Okay, genau. Der Vorteil jetzt ist eben, dass wir auch sehen, zu welcher Datei die erste und die letzte Datei überhaupt gehört. Okay, das war's soweit für die Vorschleife. Okay, nach den Loops schauen wir uns als letztes das Zählen und Gewinnen von Daten mit der Shell an. Also wie kann man Daten zählen? Wie kann ich Befehle auch miteinander kombinieren? Und das machen wir an dem Beispiel unserer TSV-Dateien. Stellt nochmal sicher, dass ihr in der Shell essen seid mit ls. Und genau, wie gesagt, wir werden das Ganze jetzt auch auf unsere TSV-Dateien anwenden. Bevor es richtig losgeht, würde ich euch gerne noch ein, zwei Dinge zeigen zu den TSV-Dateien. Und zwar können wir uns auch diese ausgeben lassen. Wir nutzen dieses Mal den Pagerless anstatt cat und schauen uns mal die Africa-Datei an. Genau. Das ist die Ausgabe, sagt uns vielleicht noch nicht so viel. Wir erkennen vielleicht, dass es sich hier oben um Spaltennamen handelt. Wir können den Less-Befehl auch noch erweitern um einen Flag, das minus s, um das Ganze etwas schöner darzustellen. Ich nehme wieder den Pfeil nach oben, bringe meinen Befehl zurück und hier noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr an den Anfang einer Zeile kommen möchtet, könnt ihr den Shortcut Steuerung A benutzen. Um an das Ende einer Zeile zu kommen, könnt ihr Steuerung E benutzen. Kann man sich ganz gut merken mit Steuerung A für Anfang und Steuerung E für Ende. Also Steuerung A und ich erweitere das Ganze um minus S. Achtung, großes S. Und wir sehen, dass die Ausgabe etwas schöner aussieht und wir besser erkennen können, dass es sich um eine Tabelle handelt. Okay, gehen wir wieder zurück. Ein letzter Tipp, bevor es richtig losgeht. Es kann auch mal sein, dass hier relativ große Dateien drin stecken.
Zum Beispiel eine der TSV-Dateien können wir uns nochmal mit ls-lh anschauen. Dann sehen wir, dass diese Ja-Datei relativ groß ist im Vergleich zu den anderen. Also es sind 126 Megabyte. Was passiert, wenn wir uns diese Datei anschauen wollen mit cat? Ich kann es schon mal verraten. Es wird sehr lange dauern, bis der Inhalt ausgespuckt wird. Und vielleicht möchte man das nicht und möchte einen Prozess in der Unix Shell abbrechen. Ich führe es jetzt mal aus. Ja, wir sehen, das rauscht hier durch und rauscht durch. Um das Ganze abzubrechen, kann man Steuerung C nutzen. Ich drücke es jetzt mal. Und in dem Moment, in dem ich Steuerung C drücke, wird ein Prozess abgebrochen. Braucht man immer mal wieder, wenn irgendwas nicht funktioniert. Kann auch mal sein, dass man irgendwie head eingibt ohne ein Argument und dann ja, bekommt man kein Prompt-Zeichen mehr und die Shell wartet die ganze Zeit darauf, dass man hier einen Input liefert. Das Ganze kann man auch mit Steuerung C wieder abbrechen. Gut, das waren die Hacks. Jetzt schauen wir uns noch ein paar neue Befehle an und wie man diese miteinander verknüpfen kann. Ja, zum einen schauen wir uns einen Befehl an für die Datenanalyse, der nennt sich WC und steht für Word Count. Den führen wir mal auf alle TSV-Dateien aus. Und was wir zurückbekommen, ist eine Ansicht mit drei neuen Spalten. Diese erste Spalte gibt an, wie viele Zeilen in einer Datei sind. Die zweite Spalte gibt an, wie viele Wörter in einer Datei sind. Und die dritte Spalte gibt an, wie viel Bytes diese Datei hat. Man kann das noch anpassen. Vielleicht interessiert uns im Moment nur, wie viele Zeilen das Ganze hat. Dann kann man WC-L nutzen für Lines, also dass man nur die erste Spalte zurückbekommt. Okay, also in dem Fall bekommen wir nur die Zeilen zurück. Vielleicht wollen wir unser Ergebnis jetzt noch sortieren, also dass wir die kleinste Zahl ganz oben haben. Dafür gibt es auch einen Befehl, nämlich sort, aber ja, den müssten wir jetzt auf dieses Ergebnis anwenden. Das heißt, wir können den Output von WC in einer Datei speichern, indem wir uns den Befehl zurückholen und das größer als Zeichen angeben. Also damit sagen wir, speicher den Output in einer Datei und die nennen wir jetzt length.txt. Also diesen Namen geben wir selbst an, wie wir die Datei nennen wollen. Ich führe es mal aus, ls, und wir sehen, wir haben eine neue Datei erzeugt und können uns mal den Inhalt mit cat anschauen. Und haben jetzt quasi den Output von WC abgespeichert. Darauf können wir jetzt den Befehl sort anwenden mit dem Flag minus n, damit das numerisch sortiert wird und das Ganze auf length.txt anwenden. Führ's mal aus. Und ja, genau das, was wir haben möchten, passiert. Auch diesen Input könnten wir jetzt wieder abspeichern in einer Datei, die nennen wir Sorted Length. Und vielleicht wollen wir nur die Summe, also unser Total, dann kennen wir auch einen Befehl, den wir anwenden können, nämlich tail minus n1 auf Sorted Length. Und bekommen nur noch das Total zurück und könnten das auch wieder abspeichern. Das ist eine Möglichkeit, um mehrere Befehle auf etwas anzuwenden. Das kann auch von Vorteil sein, wenn man Zwischenergebnisse haben will. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, die verschiedenen Befehle in einem Rutsch quasi anzuwenden, nämlich mit Pipes. Das heißt, wir gehen nochmal zurück. Wir haben angefangen mit Word Count, können auch die Pfeiltaste nach oben benutzen. Und
zu unserem WC-L zurückgehen. Als nächstes hatten wir das Ganze sortiert mit Sort. Und das können wir jetzt mit dem Pipe-Zeichen ergänzen. Das ist bei mir Alt-Gr und das größere Als-Zeichen. Und nach dem Pipe-Zeichen den nächsten Befehl angeben, also Sort minus N. Wir führen es mal aus, um zu gucken, ob das klappt. Und das sieht ganz gut aus. Also, wir können Sort direkt auf den Output von WordCount anwenden mit dem Pipe-Zeichen. Das kann man noch weiter spinnen. Ich hole mal den Befehl zurück. Als nächstes hatten wir unser tail minus n1 angewendet und bekommen dann unser total zurück. Theoretisch könnten wir das Ganze jetzt auch wieder in einer Datei abspeichern, nämlich in result.txt. Und haben dann auch eine neue Datei erzeugt. Gucken wir uns mal an, was drin steckt, und wir bekommen das Total zurück. Also wir sehen, die Pipes sind auch eine super Möglichkeit, um ja, Befehle miteinander zu verknüpfen, und das ist auch ein ja, Selling Point der Shell, um mehrere Analysen auf Dateien anzuwenden. Vielleicht wollen wir dieser Datei noch hinzufügen, wann der Stand so war. Also wann haben wir denn diese Total-Anzahl bekommen, also das Datum von heute. Dafür gibt es auch eine schöne Möglichkeit in der Shell. Ich gebe mal Date ein und führe das aus. Und ihr seht, ich bekomme zurück, was für ein Tag heute ist. 17. Oktober. Ich bekomme die Uhrzeit zurück in Central European Summertime und das Jahr. Das ist vielleicht ein kleiner Mistake. Es müsste Central Europe Time sein. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Datumsangabe, die wir nutzen können und in unsere Result-Datei mit reinpacken können. Wie geht das? Wir haben gelernt, mit dem größer als Zeichen können wir etwas in eine neue Datei schreiben. Um etwas anzufügen, brauchen wir zweimal größer als. Also wenn ich jetzt hier Date in, nicht ausführen, in Result packe, passiert Folgendes, dass dieses Total überschrieben wird und in der Result-Datei steckt nur noch unser Datum. Ich möchte aber, dass beides drin steht, dass das quasi in die nächste Zeile geschoben wird. Also packe ich das doppelte größere Als-Zeichen an, führe es mal aus und schaue mir Result nochmal an und habe jetzt auch eine genaue Datumsangabe, wann ich dieses Ergebnis ja, bekommen habe, wann ich das errechnet habe. Okay, so viel zu den Pipes. Wir kommen zu der allerletzten Sache heute. Nämlich der letzte Befehl, den ich euch zeigen möchte, ist grep. Ja, grep steht für Global Regular Expression Print und damit können wir nach bestimmten Zeichenketten in einer Datei suchen. Bevor wir das machen, erstelle ich mal einen neuen Ordner und nenne den Results. Da wollen wir gleich noch was reinpacken. Und wir nehmen an, dass wir ein bestimmtes Jahr in grep suchen wollen. Nämlich 1999. Das kann ich machen, indem ich den Befehl schreibe, also grep. Dann das, wonach ich suche, 1999, und gebe an, wo suche ich das? In allen TSV-Dateien. Ich führe es mal aus. Wir sehen, das wird wieder ein bisschen schwierig. Also wir bekommen den kompletten Inhalt aller Dateien zurück und nicht den kompletten, aber jede Zeile, in der dieses 1999 steckt. Und das wird in meinem Fall auch gehighlightet. Kann sein, dass das bei euch nicht der Fall ist. Aber genau, bekommen schon auf jeden Fall schon mal den Hinweis, dass es da ist. Vielleicht wollen wir aber auch nur wissen, wie oft es darin vorkommt. Da können wir grep erweitern mit dem Flag minus C für Count.
und das Ganze nochmal auf die TSV-Dateien anwenden. In dem Fall bekommen wir ja, jeden Dateinamen zurück, einen Doppelpunkt und eine Zahl, also wie oft kommt 1999 in dieser Datei vor. Und ihr habt auch wieder gesehen, das geht extrem schnell, obwohl es hier zum Beispiel 28.000 Mal vorkommt. Versuchen wir nochmal eine andere Suche, nicht 1999, sondern wir suchen mal nach dem Begriff Revolution, auch wieder in allen TSV-Dateien. Ja, wir haben jetzt auch wieder zurückbekommen, wie oft diese Zeichenkette Revolution in den TSV-Dateien vorkommt. Ändern wir den Befehl nochmal ab und schauen, was der Unterschied zu dem Ergebnis ist, nämlich in grep ci revolution Sternchen TSV. Und in dem Fall bekommen wir eine andere Ausgabe zurück. Was ist der Unterschied? Mit dem minus ci bekomme ich alles zurück, unabhängig von der Groß- und Kleinschreibung. Also hier kommt auch alles zurück, indem Revolution ja, komplett groß geschrieben wird oder auch das R vorne groß geschrieben wird. Also ist dann nicht mehr case-sensitive, wie es in der Standardversion mit minus c der Fall ist. Ja, bisher haben wir uns auszählen lassen, wie oft etwas vorkommt, was mit grep aber vor allem auch ja, eine super Lösung ist, dass man sich bestimmte Teilmengen aus den Tabellen rausziehen kann und neu ablegen kann. Also wir könnten uns jetzt alle Zeilen raussuchen, die Revolution enthält, und in eine neue Datei schreiben. Genau das machen wir jetzt mal mit dem grep-i. Also wir wollen wieder, dass unabhängig von Groß- oder Kleinschreibung alles nimmt, was Revolution enthält, von allen TSV-Dateien, und das jetzt in eine Datei schreiben. Die Datei legen wir in dem Ordner Results ab. Vorsicht, das ist nicht die TXT-Datei, sich greift, und speichern das in einer Datei, die nennen wir, Achtung, wie das Datum von heute. Und mit diesem Datum können wir noch angeben, in welcher Schreibweise innerhalb dieser Klammer. Also wir geben an, dass es einmal erst das Jahr angibt, dann den Monat und dann den Tag. Also die Datei soll, der Dateiname soll mit dem Datum anfangen und dann Unterstrich JA e-Revolution nennen wir das Ganze, damit wir noch erkennen, was wir hier gemacht haben. Punkt TSV und speichern das Ganze ab. No news is good news. Gucken wir mal, was daraus geworden ist. Wir machen ein ls. Wir sehen unseren Ordner Results. Ich wechsle mal in den Ordner rein mit cd und habe jetzt hier eine neue Datei, die sich nennt 2310-17. Ich gebe zu, dass es nicht ganz die Schreibweise ist, die ich haben wollte. Let me check. Ich bin wieder zurück. Ich habe kurz was ausprobiert, wie es richtig angezeigt wird, nämlich, dass hier steht 2023 und nicht 23. Wir benennen die Datei nochmal um. Mit move wähle ich die aus und dieses Mal geben wir $date-i an. Also damit bekommen wir auch das Datum und dann, wie gehabt, wie wir die Datei nennen wollen, das jai-revolution.tsv. Führ es einmal aus und mit ls sehen wir jetzt, dass wir jetzt das Datum im ISO-Standard haben. Das wollen wir natürlich erreichen.
Genau, und damit haben wir jetzt eine neue Datei erzeugt, eine neue TSV-Datei, in der alle Zeilen verbucht sind, in denen Revolution vorkommt. Könnte man jetzt hier auch wieder sich genauer anschauen. Wir können uns anschauen, wie die Datei aussieht mit Word Count, wie viele Zeilen drin sind. Hier haben wir jetzt 10.558 und könnten das mal vergleichen mit den anderen Dateien, beziehungsweise ja, doch, schauen uns das mal auf alle TSV-Dateien an. Und hier haben wir ein Total von 554.211. Ja, also eine super elegante Möglichkeit, sich Teilmengen mit grep abzuspeichern. Okay, das soll es erstmal gewesen sein mit grep. Jetzt kommen wir zur letzten Episode, sage ich mal. Die ist gar nicht so in dem Library Carpentry Workshop aufgeführt, aber ich würde euch das gerne trotzdem mal noch selbst zeigen. Und zwar, wie ihr denn ein Skript schreiben könnt, ein Shell-Skript, mit dem ihr auch automatisiert ja, Befehle ausführen könnt. Der Unterschied dazu ist, dass wir im Moment immer direkt die Befehle in der Shell ausführen, zum Beispiel move oder less oder was auch immer. Und mit dem Skript können wir ein Skript ausführen, in dem mehrere Befehle gespeichert sind und diese dann mit einem Mal ausgeführt werden. Um dieses Skript zu erstellen, bleibe ich in der Shell. Ihr könnt das auch mit eurem Lieblingseditor machen. Ich nutze hier den Editor Nano und Nano ist hier, ja, Name ist Programm, ist ein sehr kompakter Editor. Es gibt viele verschiedene Editoren, die ihr zum Programmieren nutzen könnt. Dieser hier ist vielleicht nicht ideal für das Programmieren, aber der reicht für unsere Zwecke. Und Nano kann ich nutzen, indem ich Nano schreibe und ja, die Datei benenne, die ich jetzt editieren möchte. Die nenne ich jetzt mal mein bashscript.sh. Das sh steht für Shell, also weiß ich, dass es sich um ein Skript handelt und führe das Ganze aus. Jetzt befinde ich mich in dem Nano-Editor und kann hier ja, meine Befehle schreiben. Beziehungsweise ich kann dieses Skript auch beschreiben mit Kommentaren. Um Kommentare zu schreiben, könnt ihr die Raute oder das Rautezeichen benutzen und alles, was hinter dieser Raute steht, wird von der Shell oder von Bash ignoriert. Das heißt, hier könnt ihr Kommentare hinzufügen, um euer Skript genauer zu beschreiben, zu schreiben, was hier passiert, mit dem Hintergrund, dass ihr dieses Skript vielleicht in 10 Jahren wieder aus eurem Ordner rauskratzt und vielleicht nicht mehr genau wisst, was da passiert ist, oder dass ihr das Skript jemand anderem in die Hand drücken wollt und die Person dann besser nachvollziehen kann, was passiert. Wir machen jetzt hier mal beispielhaft ein paar Befehle rein und nehmen nochmal unser Echo. Hallo zusammen, ich bin Name. Wir erinnern uns, Name hatten wir einmal benutzt. Bei mir wird das Ganze jetzt gelb gehighlightet. Das ist ein bisschen schlecht zu erkennen, aber genau, alles in den Anführungszeichen ist dann das in gelb. Und wir könnten theoretisch hier auch noch weiterspinnen und eine Vorschleife einsetzen. For File in .pdf, nutzen nochmal unsere Schleife von vorhin. Do echo file und echo Bindestriche und ein dann. Und zum Schluss schreiben wir nochmal echo Skript beendet, damit wir auch wissen, ob das Ganze durchgelaufen ist. Okay, damit bin ich jetzt erstmal zufrieden und wenn ich das Ganze abspeichern will, drücke ich Steuerung O, dann wird mir hier unten angezeigt File Name to Write, mybashscript.sh, bestätige das mit Enter
und kann mit Steuerung X wieder aus dem Nano-Editor rausgehen. Schauen wir uns das mal an mit ls. Genau, mein Bash-Script liegt jetzt hier noch im Results-Ordner. Ich pack's mal zurück in die Shell-Lesson mit move. Punkt, Punkt. Gehe selbst auch zurück in die Shell-Lesson und sehe jetzt hier mein Bash-Script. Wir können uns den Inhalt jetzt mit cat mal anschauen und sehen auch die Kommentare. Um dieses Skript jetzt wirklich auszuführen, brauchen wir den Befehl bash. Bash muss wissen, was soll ausgeführt werden, in dem Fall mein bashscript.sh. Wir führen das Ganze aus und bekommen jetzt den Output der Befehle zurück. Also wir bekommen den Output von Echo einmal zurück, wir bekommen unsere Schleife zurück und wir bekommen den letzten Echo-Befehl zurück mit Skript beendet. Ja, das ist auch eine super Möglichkeit, um Aufgaben zu automatisieren und mehrere Befehle hintereinander auszuführen. Ich könnte das Skript auch noch weiterspinnen, zum Beispiel mit dem WordCount-Befehl auf alle TSV-Dateien. Das wird dann auf alle TSV-Dateien, die sich in dem Verzeichnis befinden, durchgeführt. Also in dem Fall wieder auf alle in der Shell-Lesson. Okay, wir sind am Ende angekommen dieses Screencasts. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Guckt auch gerne in unseren anderen Screencasts vorbei. Und wenn ihr Fehler generiert habt, dann ist das erstmal was Gutes. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Aus Fehlern lernen wir alle und dann können wir dort nach Lösungen suchen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Screencast.